Moin, moin, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen weiter an diesem Gebäude und versuchen auf 500 Gold zu kommen, um diesen Abschnitt hier kaufen zu können. Ich hoffe, dass das mal bald möglich ist. Versprechen kann ich es nur nicht. Vielleicht jetzt? Nein, ich war mir in der Millisekunde nicht schnell genug. Das gibt's doch nicht. Naja, das Gute ist, wir können tatsächlich dafür sorgen, dass hier oben, wenn das Haus fertig ist, ein Gebäudeteil davon der Geldspeicher wird. Aber dafür müssen halt auch die Bretter hier hergestellt werden. Ach, schaut mal. Wir haben sogar endlich richtige Animationen. Der sägt hier. Sehr cool. Sehr schön. Das freut mich, dass da so Animationen mittlerweile bei sind. Oh, die Bevölkerung arbeitet auf jeden Fall richtig gut. So, jetzt kann es mal klappen. Ja, jetzt konnte ich es kaufen. Jetzt konnte ich es endlich kaufen. Sehr gut. Das heißt, wir können hier unten jetzt auch sagen, dass hier weitere Wohnhäuser entstehen dürfen. Ja, und schon wird hier das nächste Haus gleich gebaut. Und hier oben? Es werden auch nur noch ein paar Bretter benötigt. Steine noch 10. Und noch 7 Bretter. Was kommt jetzt? Noch mehr Steine. Und 2 sind jetzt hier geblieben. Das finde ich gut. 2 sind hier geblieben. Das heißt, ah, die sind gleich da, denke ich mal. Die kommen gleich. Fragt sich, wo der Wanderweg ist. Von wo kommen die denn? Ah, hier oben. Da sind sie. Das ist dieser Weg, der entstehen wird irgendwann. Gewählte Funktion Schatzkammer. Gewählte Funktion große Halle. Das haben wir schon mal gemacht. Und die Aufgabe. Dorfbewohner zum Leibeigenen. Okay. Na cool, wenn das Herrenhaus fertig wird, das wird schön. So, 2 Dorfbewohner sind angekommen. Einer davon wird zum Säge weggehen und einer zum Ernten geschickt. So. So wie es aussieht. Hier nur noch 5 Steine. Die große Halle hier oben ist gleich fertig. Muss noch einmal der Baumeister hin. Ja, und dann geht's eigentlich los. Oh, das Haus wird, oh, das wird ausgebaut. Ah, Moment. Dann muss ich mal gucken. Dann muss der Kochtopf jetzt weg. Und leider auch die Schubkarre. Weil die sonst im Gebäude stehen. Ihr seht, wie groß das ist. Hier wird auch eins gebaut und hier auch tatsächlich. Cool. Oh, hier. Jawoll. Fertig. Gewählte Funktion. Auch Schatzkammer. Was ist das hier? Allgemein. Wo kann ich denn jemanden einstellen? Ah, ich glaube, das geht erst, wenn das fertig gebaut ist.
Der Schornstein kommt. Die Frage ist, wann kann ich denn da einen einstellen? Als Leibeigenen. Wir haben jetzt gleich zwei weitere. Vielleicht geht das dann erst. Müssen wir mal gucken. Fördere einen Dorfbewohner zum Leibeigenen. Dann nehmen wir mal sie hier. Ach, der fragt mich zum Ende des Monats. So war das. Ich werde ja gefragt. Stimmt ja. Stimmt. So, jetzt kommen hier wieder zwei Dorfbewohner. Die werden unter anderem Holzfäller. Das ist ready. Cool, eine kleine Laterne. Wie gehe ich denn nochmal hoch? Shift, Rechtsklick, linke Maustaste, Pfeile. Ah, okay. Plus Pfeile. Hä? Vergrößern, verkleinern. Ach so. Steht die jetzt auf dem Boden? Das machen wir später. Da muss ich mich noch reinfuchsen. So. Mit Holz kommt jetzt genug rein, denke ich. Rest Nahrung. Das sieht schon cool aus, oder? Also grafisch hat das Spiel viel. Wirklich viel.
Und hier seht ihr jetzt, haben die ihren kleinen stinkenden, fiesen Kochtopf hier. Erinnert ja eher an eine Hexe, ne? Aber egal, ist cool. Ah, jetzt kann es zu Ende gebaut werden, das Haus. Und wie gesagt, das entscheide ich nicht, wo die hinkommen. Ich entscheide nur den Bauplatz, als würde ich ein Neubaugebiet anpreisen. Und wieder, wo gebaut wird, das machen andere. Oh, eine Geflügelfarm. Ah, jetzt verstehe ich das. Die Hühner laufen so ein bisschen frei dann, ne? Mal gucken, ob sich die bewegen. Das kann auch nur in der Mod sein, dass die da einfach nur feststehen. Also ich habe nämlich ein paar Mods installiert. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, die produzieren dann Eier. Schön wäre, wenn die sich bewegen würden. Aber wer weiß, vielleicht bewegen die sich dann noch später irgendwann mal. Nahrung ist soweit ganz gut. So, gewählte Funktion stellt Eier und Dung. Ah, die bewegen sich nicht. Okay, das ist also noch recht früh, die Mod. Aber das ist nicht schlimm. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann ich schon Zäune bauen? Nein. Beförderungen sind verfügbar. Wir haben alle befördert. Oh, neue Baumöglichkeiten. Richtig viele neue Baumöglichkeiten. Zaun. Gut, da werden die auch unten durchfluppen.
Haben wir hier noch andere Zaunarten? Wirklich viele Sachen. Da kann ich mir ja richtig... Da kann ich mich ja richtig ausleben. Aber... Doch, da. Das ist doch hübsch, oder? Jawohl, das gefällt mir. Sehr schön. Ich habe hier unten noch so ganz viele andere tolle Sachen gesehen. Außer unter anderem habe ich hier so Heuballen gefunden. Können wir hier auch noch platzieren. So. Das ist doch schön. So, hier wird jetzt das letzte Haus hochgezogen. Ich glaube, wir bräuchten noch mal einen weiteren Baumeister. Wie viele Leute habe ich? Gibt es noch Arbeitslose? Nö. Ja, dann würde ich sagen, geht die nächste Gebäuderichtung doch mal in Richtung Fischer oder so. Haben wir sowas? Nee, aber eine Gemüsefarm hätten wir. Bäckerei, Weizen, Steinmetz, Hütte. Forsthaus, Steinbruch. Okay, das haben wir alles schon. Wir können tatsächlich mal in Richtung Gemüsefarm gehen. Was sind das? Rüben. Rüben und Bohnen. Oh, dann kann ich doch bestimmt... Konnte ich nicht handeln? Moment. Ich dachte, sowas ging doch, ne? Handel. Handelsroute. Handelswaren. Und zwar Werkzeuge. Kaufen bis nach 40. So, jetzt kommt auch manchmal ein Händler zu unserem Haus und
bringt im besten Falle Werkzeuge mit. Okidoki. Wo sind die Hühner? Warum sind die Hühnchen weg? Ah, jetzt ist er wieder weg. Ach, lagern die ein? Okay, das sehen wir später. Dann würde ich sagen, mit dieser schicken Aufnahme des Gemüsebeets verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Haut rein. Tschüss.